Hot-Tub. Wie macht man ein Hot-Tub aus Müll? Ja, die Sache ist einfach. Ich habe einen alten Wassertank mir genommen und dann dort zwei Löcher reingebaut. Könnt ihr sehen, von innen sieht man, das sind Teile aus dem Schiffsbau. Einfach zwei Borddurchbrüche. Und eine alte Heizspirale. Eine alte Heizkette. Genau, schauen hier. Da seht ihr die Heizspirale. Und man sieht nämlich auch gleich den Boden von der alten Waschtrommel, aus dem Trockner ist die, glaube ich. Da wird nämlich das Feuer drin gemacht. Wir suchen uns ganz viele alte Paletten, stopfen die hier rein, dann wird es ganz heiß. Das Wasser erwärmt sich, läuft raus. Also ihr müsst euch vorstellen, das kalte Wasser läuft durch den Druck in der Badewanne ganz normal hier unten rein. Das heißt, die Spirale ist voll mit Wasser. Was jetzt passiert, durch das Feuer hier drin, unten kommt Luft bei, dann brennt es schön, erwärmt sich das Wasser, geht langsam in so einer Kreisbewegung nach oben und kommt dann durch das obere Rohr als heißes Wasser hier oben raus und landet in dem Hot-Tub. Und dann können wir alle ganz viel baden und viel Spaß haben. Und zum Heizen findet man irgendwie Palettenholz, irgendwas, was sich energiegebend findet. Jetzt gab es letzte Woche wieder ein paar Ladungen Abfallholz von den Nachbarn. Deswegen, damit werden wir viel Spaß beim Bauen haben. Und tschüss!